Hallo und herzlich willkommen zum Alaskan Road Truckers. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber wie ja schon einige von euch mitbekommen haben, bin ich im Moment total im Truckfieber oder eigentlich im Simulationsfieber, muss ich dazu sagen. Also ich habe sehr, sehr viele Simulationen gerade geholt auf Steam. Ich glaube, ich habe halb Steam leer gekauft, bis auf ein paar, die ich mir noch wünsche, wo ich aber kein Geld mehr für hatte. Ja, und unter denen, die ich geholt habe, war auch Alaskan Road Truckers. Und ich bin wirklich gespannt. Ich weiß nicht, ob ich da ein ganzes Let's Play von machen werde. Deswegen werden wir das Ganze jetzt erstmal testen. Da ich aber eigentlich noch mit American Truck Simulator, so wie sie auch alle heißen, da ich damit allerdings noch beschäftigt bin aktuell. Und das gerne auch noch so ein bisschen weitermachen würde, denke ich mal, werde ich das noch ein bisschen hinten anstellen. Aber vielleicht habt ihr ja auch Lust, das Spiel zu spielen. Es war gerade im Angebot und ich denke schon, dass es jetzt zu Weihnachten nochmal ins Angebot kommen würde. Deswegen habe ich gedacht, hau ich jetzt einfach mal ein längeres Video raus, wo ihr euch mal ein bisschen mit dem Spiel beschäftigen könnt und ich mich natürlich auch. Und ja, vielleicht habt ihr Interesse. Wenn ja, dann würde ich warten, bis das Weihnachtsangebot wieder auf Steam kommt. Und da könnt ihr dann richtig zuschlagen, wenn ihr möchtet. Okay, wir starten erstmal ein neues Spiel. Wir können uns jemanden aussuchen. Jetzt ist die Frage. Die sehen natürlich alle überhaupt nicht aus wie ich. Nicht mal ansatzweise. Ich kann die auch nicht drehen. Warum kann ich die nicht drehen? Schade, man kann sie nicht so von hinten sehen. Also ich jetzt als Frau zumindest habe nur die Wahl zwischen den Zweien. Dann nehme ich natürlich meinen Namen. Also ich habe weder einen Pony noch bin ich. Na gut, hier sieht es aus wie Wasserstoffblond, da sieht es irgendwie ganz komisch aus, aber ich habe auch keine kurzen Haare. Deswegen keine Ahnung, was ich da jetzt nehmen soll. Es ist beides irgendwie hässlich. Ich nehme mal die hier, keine Ahnung. Halten um ein Profil. Moment, Kleidervorschau. Leicht mit Steuerung. Ah, Winter. Okay. Okay. E halten, um ein Profil zu erstellen. Good morning, Truckers of Alaska. Josh from Truck Stop Radio here. It's a beautiful day outside with clear skies and the sun shining bright, making it a great day for a long haul. I hope it's the last breath of winter, folks. So it's your last day, huh? Here are your keys. Danny outside has the shipping documents. Well, good luck starting your own business. I heard the previous owner left a welcome package at your new place. Maybe it's something useful, although myself, I'd rather get a cake. Watch out for possible weather changes, but don't let rain or snow spoil your travels. Here's wishing you a safe and successful journey ahead. Willkommen in Alaska. Du bist dabei, deine Karriere als Alaskan Road Trucker zu beginnen und Fracht in viele Teile Alaskas zu liefern. Du musst dich um deinen Truck kümmern, aber auch um dich selbst, um deine Gesundheit, deine Energie und deine Ernährung. Du wirst Geld und Erfahrung verdienen, deine Fähigkeiten und deine Basis entwickeln. Als Indie-Entwickler haben wir immer davon geträumt, dieses Spiel zu entwickeln. Wir hoffen, dass du uns helfen wirst, es zu entwickeln. Danke, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Ja, gerne, gerne, gerne. Und ja, es hat auch nicht so viel gekostet, also zumindest jetzt im Angebot. Deswegen fand ich es dann natürlich nochmal doppelt attraktiv aktuell. Und es hat halt sehr viele Features, die ich bei anderen Spielen noch nicht gesehen habe. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich möchte dieses Spiel unbedingt mal ausprobieren. Hier steht auch, was verschiedene LKWs werden im Laufe der Zeit entsperrt, Fähigkeiten und ja, Fähigkeiten entwickelt, ein Vermögen verdient, hoffentlich. Riesige Sandbox-Karte, die auf den zentralen Teil von Alaska basiert. Ausbau der Basis und Reparatur von LKWs. Ja, das ist ja so dieser Standard, sag ich mal. Dutzende von verschiedenen Anhängern und Ladungen. Das kennen wir ja auch schon. Viele Überlebens- und Lebensmechanismen. Das ist nämlich wieder so ein neuer Teil. Viele zufällig generierte Jobs, die über die ganze Karte verstreut sind. Gut, das ist auch Standard. Dynamische Welt mit verschiedenen Wettertypen, vier Jahreszeiten, 24-Stunden-Tag-Nacht-Zyklus. Ah, immer dieses gedrückt halten. Ah, okay.
Ich kann nicht zoomen. Bin ich jetzt die Frau? Ja, ja, doch. Genau, ich bin die Frau. Ne? Akzeptieren Sie den Auftrag, Zeit loszulegen. Rede mit dem Jobmanager, überprüfe die grundlegende Steuerung im Einstellungsmenü, wenn nötig. Ich wollte gerade sagen, wieso haben wir 54 Grad? Aber das ist auf Fahreneinheit. Was ich ein bisschen komisch finde, weil ich eigentlich gedacht habe, dass das Spiel auf Deutsch... Ja gut, es wird ja auf Deutsch geschrieben. Warum haben wir dann Fahreneinheit? Ich weiß nicht. Kann sein, dass ich das Ganze noch einstellen kann. Wir sind ein bisschen hungrig, dafür aber sehr energiegeladen. Im Leitfaden kannst du mehr erfahren. Drücken wir mal einfach F1. LKW-Reparaturen und so weiter. Spiel speichern, ist immer gut. Speichert automatisch. Wenn du es beendest, kannst du ab dem Moment weiterspielen, wo du aufgehört hast. Das ist gut, dass dieser Hinweis mal drin ist. Das ist tatsächlich eines der wenigen Spiele, was automatisch speichert und was auch einen Hinweis darauf gibt. Einstellungen und so weiter. LKW-Fahrer. Ah, das sind unsere Persönlichkeitspunkte. Okay, unser Ruf ist natürlich weder gut noch schlecht, sage ich mal. Dann haben wir hier Aufträge. Wir können anscheinend für Lizenz A bis D Aufträge machen. Verfügbare Aufträge kann man jetzt nochmal anklicken? Nee. Okay, aber wir haben hier anscheinend direkt einen vor der Nase, so wie ich das sehe. Erforderlicher Ruf brauchen wir keinen für. Das ist immer gut. Die Frage ist nur, wie einen Auftrag drücken Sie Route? Ja. Aber wie nehme ich den jetzt an? Das weiß ich noch nicht so genau. Da steht nur, rede mit dem Jobmanager. Aber wo ist dieser Jobmanager? Ich habe keine Ahnung. Manager drücke E zum... Ich bin mein eigener Manager? Oder bin ich das gar nicht? Gedrückt halten, um Auftrag anzunehmen. Ah, immer dieses gedrückt halten. Um den Anhänger ordentlich anzukuppeln, zieh zuerst eine Handbremse. Seine Handbremse an. Okay. Wie mache ich das denn? Mit E wahrscheinlich wieder. Ja, natürlich. Fassen Sie die Kabel an den Enden und hängen Sie sie einzeln in die Steckdosen ein. Welche Kabel? Hier? Oder hier? Ah, okay. Welche Steckdose? Die da hinten? Hallo, wieso springe ich hier so rum? Ach so, da unten. Ah, okay. Okay. Und das muss ich dann ins Grüne. Nehme ich mal an. Ich habe keine Ahnung von Trucks. Aber ich denke mal, dass das gleichfarbig sein muss. Ist auf jeden Fall mal was Neues, weil so kenne ich das tatsächlich nicht. Ich wollte gerade sagen, so komisch wäre das gerade aussah, habe ich jetzt gedacht, der macht das jetzt in Schwarze. Anheben der Stützen. Jetzt drehe an der Kurbel. Ich komme hier gar nicht mehr raus, von wegen Kurbel. Hallo, Hilfe. Andere Seite. Bringt mir aber auch nichts. Ich hänge hier irgendwie gerade im Truck fest. Hä? Nein, 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 nein. Da, machst du das wieder da rein? Hallo. So nicht hier. Alle Kabel sind angeschlossen. Kann ich denn... Ah, mit Escape komme ich wieder raus. Oh, sehr schön übrigens. Da unten. Geht das auch auf dieser Seite? Nee, auf der anderen Seite, oder? Ja, nur auf der anderen Seite, so wie es aussieht. Oh Gott. E zum Interagieren. Ach so, ich dachte, ich muss jetzt auch die Richtung machen. Der macht aber die falsche Richtung, oder nicht? Eigentlich macht er genau das Gegenteil von dem, was die Pfeile zeigen. Aber ist in Ordnung. Jetzt steig in deinen LKW ein. Also mit Escape kommt man hier anscheinend immer wieder raus. Wo ist denn da? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Eingang hier? So, jetzt haben wir den schwierigen Teil schon mal hinter uns. Jetzt startet den Motor. Wie denn? Zack. Okay, Handbremse ist aus. Okay. Radio wollen wir nicht. Armaturenbeleuchtung. Weiß ich nicht, aber es sieht schon sehr dunkel aus. Fahren Sie bis zum Tor, um es zu öffnen. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich fahre. Ah, wie beim anderen. Okay. Boah. Alter. Die haben sie sogar Graffiti reingemacht. Das sieht aber cool aus. Hallo. Ja, geil. H ist die Hupe. So muss das sein. Wieso muss ich jetzt C drücken? Wechsel bei Bedarf die Kameraperspektive. Also, okay. Moment, da müssen wir mal gucken. Oh. Die bringt mich jetzt nicht weiter, aber so sieht das dann aus. Okay. Go on slow stand da, glaube ich, gerade.
Das Navi ist auf der linken Seite. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt noch, weil das alles so laut ist. Moment, ich versuche mal eben den Ton ein bisschen leiser zu stellen. So, jetzt ist es aber, glaube ich, nicht viel leiser, oder? Ich habe es jetzt schon auf 80% runtergesetzt. Ja, gib doch mal Gas. Komm, ich stehe die ganze Zeit auf dem Gas drauf. Eieiei, da muss ich aber eine komische Kurvenstraße hier. Und da muss ich gleichzeitig noch lesen. Ja, das ist ja geil. Wenn du weitere Hilfe benötigst, schaue in der Anleitung nach. Okay. Nee. Außer vielleicht, wie ich mich zurücksetzen kann. Ich bin mir noch nicht sicher. So. Komm, fahr. Achso, ich habe keine. Doch, da habe ich Spiegel. Jetzt ist die große Frage, kann ich hier auch... Nee, mit F2 kann ich leider keine zusätzlichen Spiegel machen. Schade. Hätte ja klappen können. Aber gut, wir probieren es jetzt erstmal. Das ist unser erster Auftrag, den wir hier machen können. Und es ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich überhaupt hier in diesem Spiel drin bin. Okay, das... Ich muss tanken. Ja, toll. Ich kann aber auch nicht blinken, weil ich keine Ahnung habe, wo ich blinken soll. Weil mit E hat es schon mal nicht funktioniert. Wird automatisch gespeichert, das ist toll. Die Frage ist nur, wo soll ich ihn tanken? Also das mit dem Lenken ist noch ein bisschen holprig, muss ich sagen. Und es ist sehr laut. So. Das ist aber schon mal eine nette Gegend hier. Ich denke mal, Alaska sieht so aus. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in Alaska. Haben die keine Straßenmarkierung? Ach, Lodging. Ich habe gerade Loading gelesen. Ich dachte, man fährt jetzt hier in der Gegend rum und da steht da plötzlich Loading. Der Spielerstatus wird neben der Minimap angezeigt. Nee, da drunter. Nicht daneben. Oh, ich darf nicht lesen und gleichzeitig fahren. LKW ist neben dem Tachometer. Also da drunter. Genau, und wir haben jetzt Dritteltank voll, wenn ich das sehe. Frage ist nur, wo kann ich jetzt hier tanken? Ich habe absolut keine Ahnung. Und muss ich denn auch was essen? Und warum ist alles schön scharf, nur mein komplettes Armaturenbrett und alles ist nicht scharf? Was soll das? Und warum kann ich dich überholen? Mein Truck dürfte doch gar nicht so schnell sein. Ich kann leider nichts sehen im Rückspiegel, weil ich keinen Rückspiegel... Ich habe einen Rückspiegel, aber der ist viel zu weit da hinten. Fliege ich hier gleich irgendwo den Abhang runter, wenn ich da die ganze Zeit drauf gucke. Eieiei. Also ist ein bisschen unübersichtlich, so ein Cockpit. Vielleicht gibt es da noch einen Kniff, dass man das ein bisschen besser einstellen kann. Das weiß ich natürlich nicht. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich mich mal mit den Entwicklern auseinandersetze, wollte ich gerade sagen. Alter, aber die Bremsen, die sind nicht so gut. Fahr doch mal, Mann, sonst fahr ich den Kofferraum. Ich habe einen Truck, der nicht bremsen kann. Alter. Kann ich hier eventuell tanken? Ich habe gar kein Geld, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich versuche einfach mal zu tanken. Die Frage ist jetzt, tanke ich jetzt links oder rechts mit dem Truck? Ich habe keine Ahnung. Ich stehe ja sonst immer nur in der Mitte. Petrol, ist irgendwie alles das gleiche. Kann ich überhaupt tanken? Ich habe keine Ahnung. Nee, mit Escape komme ich so nicht raus. Moment. Ich bin in mein eigenes Auto gefangen. So. Wo ist denn hier... Wo ist denn hier der Tank? Ich habe noch nie einen Truck von außen getankt. Ich habe hier gar keinen Tank. Ich gucke schon vorne, weil hier nichts ist. Wo muss ich den denn tanken? Aber der hat doch gesagt, ich soll hier... Achso, Moment. Im Leitfaden kann ich doch nachgucken, oder? Zapfhahn einführen. Das hört sich irgendwie komisch an. Wo soll das denn? Ah, nee, das ist der Zapfhahn. Das ist klar. Muss ich echt vorne tanken? Um deinen LKW aufzutanken, musst du in der Nähe einer Zapfsäule halten. So lass die Gebietsgrenzen grün werden. Was? Zieh die Handbremse an, stell den Motor ab und nähere dich der Säule.
Ach so, muss ich den auch abstellen. Wähle die Menge an Treibstoff mit Plus und Minus in der Anlage aus, nimm dann den Zapfhahn und führe ihn in die Tanköffnung. Das hört sich irgendwie pervers an. Hänge den Zapfhahn zurück, wenn du voll aufgetankt hast. Vergiss nicht die Treibstoffpreise von Tankstelle zu Tankstelle unterschiedlich. Ja, ich muss ja erstmal irgendwie tanken können überhaupt. Ansonsten kann ich den Pannendienst rufen. Das ist doch toll. Ach so, an dem Ding muss ich Plus und Minus einstellen oder was? Oh Gott. Das ist ja richtig kompliziert. Aber ich muss vorne tanken, so wie es aussieht. Moment, ich muss erstmal Handbremse und Motor aus. Moment. Handbremse, zack. Und ich weiß nicht mehr, wo der Motor ausgeht. Scheibenwischer. Ach, da ist die Zündung. Okay. So, und jetzt nochmal raus. Oh mein Gott. Aber ich kann das nicht nehmen, das ist mein Problem. Stehe ich denn nicht in dem grünen Bereich? Muss ich da näher ranfahren? Und woher weiß ich, dass das ein grüner Bereich ist? Moment, Zündung, Handbremse. So sehe ich gar nichts mehr. Das ist ja geil. womit konnte... Ah, mit C, ne? Konnte ich das umschalten. So. Das ist jetzt ein gelber Bereich. Das heißt, wir fahren nochmal zurück. Und machen das Ganze einfach an der Tankstelle, was soll's. So, dann nochmal Handbremse, Motor, raus. So, da stand jetzt zumindest der grüne Bereich drin. Menge festlegen. Das müssen wir anscheinend als erstes machen. Ich habe doch keine Ahnung, weil soll ich wissen, wie viel da reinpasst? Ich weiß nicht mal, wie viel Geld ich habe, davon mal abgesehen. Alter, willst du mich verarschen? Hallo? Ah, okay, das ist anscheinend Maximum. Muss ich ihn rein? Haube öffnen. Wieso die Haube öffnen? Hallo? Ich drück doch die ganze Zeit eh. In die Tanköffnung. Ja, wieso sagt er mir denn die ganze Zeit, ich soll die Haube öffnen? Ist die unter der Haube? Ich habe echt keine Ahnung, wo beim Truck hier. Aber er will auch nicht, dass ich das drücke. Wieso darf ich das nicht drücken? Hallo? Drücke eh, ich drück doch die ganze Zeit eh. Hallo? Muss ich das vorher machen? Moment. Muss ich das vielleicht vorher... Nein, ist das jetzt euer Ernst? Ich muss das wirklich vorher machen. Sicherungskasten. Kühlmittel. Warum sollte ich jetzt die Haube öffnen? Ich will doch nur tanken. Alter. Ey. Ist nicht reparaturbedürftig. Das ist schön. Dafür musst du besitzen Sicherung. Das ist schön. Habe ich auf jeden Fall nicht. Warum hänge ich hier eigentlich so komisch drauf? Öl. Sollen wir Öl mal nachgucken? Dafür brauche ich Motoröl. Okay. Kühlmittel können wir auch nichts mehr machen. Warum sollte ich jetzt diese verdammte Motorhaube öffnen? Ich habe keine Ahnung. Was war da? Nicht reparaturbedürftig. Das ist schön. Windschutzscheibe. Die ist doch sauber. Was soll ich denn damit? Ich will doch nur was tanken, Leute. Wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder raus? Dann macht er die automatisch zu. Ja, das ist doch schön. Wieso kann ich nicht tanken? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von gar nichts hier gerade. Steht wieder nur Haube öffnen. Das Bild zeigt mir aber an, dass ich irgendwie hier rein muss. Bist du der Zapfhahn? Ha! Ich hab's gefunden! Oh mein Gott, Glückwunsch, du bist fertig. Du kannst im Tankstopp nützliche Produkte. Ich kann es nicht mehr lesen, keine Ahnung. Hat er jetzt wirklich alles schon getankt? Das sind doch erst. Das sind doch nur 20. Hä? Muss man da nicht warten, bis der fertig ist? Das dauert doch so lange. Der war doch fast leer. Geht das Ding jetzt hier auch nochmal rein? So, du hast bezahlt. Also muss ich nicht mal rein, ja? Ich meine, wir können trotzdem mal gucken, ob wir mal rein können. So. Hallöchen, guten Tag. Ist alles okay? Habe ich schon bezahlt? Ich kann Schokoladenriegel kann ich kaufen oder so. Das ist doch schön. Schokoladenriegel wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Zum Kauf halten. Wir holen uns einfach mal einen. So.
Damit wir dann unterwegs auch was drücken können. Chips haben sie auch. Locus-Chips, die sind unheimlich lecker. Wenn man mal auf Toilette muss, dann kann man die immer essen. Die sind super. So. Okay, nachdem wir jetzt eine halbe Stunde hier rumgemacht haben, weil wir nur tanken wollten. Ich habe mich noch nie so blöd gefühlt, ganz ehrlich. Ach, jetzt zeigt er mir hier drin an, dass ich einen grünen Bereich habe. So, so. Handbremse, Zündung und auf geht's. Aber ich bin doch immer noch nicht voll. Ich verstehe das nicht. Da stand Glückwunsch, ich habe getankt. Aber keine Ahnung, anscheinend brauche ich auch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Was war das? Hallo? Hallo? Irgendwas hat gerade gebingt. Also ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen besser erklärt wäre. Beziehungsweise, gut, beim ersten Mal ist natürlich immer alles so ein bisschen, ne, es ist neu und man weiß nicht wo. Und bei mir kam jetzt zusätzlich natürlich noch dazu, dass ich keine Ahnung davon habe, wie ein Truck eigentlich oder wo ein Truck eigentlich getankt wird, aufgetankt wird. Aber das habe ich jetzt gelernt. Und wenn mein Freund sich das jetzt anguckt, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, ist die doof, das ist doch klar, dass der Tank da und da sitzt. Aber ich kann euch verraten, der hat auch keine Ahnung von Trucks. Der hat das bestimmt genau dämlich gemacht beim ersten Mal. So. Ach so, jetzt ist die Frage, habe ich jetzt was gegessen oder muss ich das noch essen? Liegt das hier irgendwo? Man sollte vielleicht nicht unbedingt nach Schokoriegeln suchen, wenn man gerade auf der Straße am Fahren ist. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich noch Licht anhabe. Ich habe Licht im Armaturenbrett an, aber es wird jetzt dunkel draußen und ich weiß nicht, ob man mich überhaupt sieht. Ah, nein, ich habe mir gerade Licht angemacht. Okay, perfekt. Einfach mal wahllos irgendwelche Tasten drücken. Ja, okay, ganz wahllos ist es nicht, weil, ne, Licht, Light, L ist eigentlich logisch. Fährt mir hier so langsam. Das muss nicht unbedingt sein. Ich weiß auch immer noch nicht, warum dieses Ding immer wieder kommt. So. Vielleicht, weil ich nicht geblinkt habe, aber ich habe keine Ahnung, wie ich blinken soll. Wahrscheinlich muss ich das auch hier mitmachen? Nee. Da muss es doch einen Knopf für geben, beziehungsweise eine Taste. Warum fahrt ihr hier eigentlich alle so lahmarschig? Hier ist auch ein Speedlimit, also Geschwindigkeitslimit von 55. Ich fahre nur 50. Zumindest laut meiner Anzeige. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Obwohl 25 doch, das müssten dann Meilen sein. Die sind ja ungefähr die Hälfte. Wir haben noch etwas weniger als 3 Stunden zu fahren. Ich hoffe, dass das jetzt kein Gegenverkehr ist, den ich da sehe. Oh, doch, es ist der Gegenverkehr. Aber es ist schon sehr schwer von der Steuerung her. Das muss ich jetzt gestehen. Moment, da hinten muss ich rum. Oh, oh, geh da rein, geh da rein. Und ich kann wieder nicht blinken. Es tut mir leid, Leute. Ich sehe auch nicht, wie lange mein Truck ist. Weil ich hier keine Spiegel habe, nur ganz außen. Und deswegen habe ich ja immer beim American Truck oder auch beim Euro Truck 2 habe ich ja immer die Extraspiegel drin. Deine eigenen 4 Wände, du bist in der Nähe deiner Basis. Fahre in das Basisgebiet, um sie freizuschalten. Ja, woher soll ich denn wissen, wo das Basisgebiet ist? Hallo? Oh, es ruckelt auch gerade. Das war jetzt nicht gut. Also die Steuerung... Man ist ja verwöhnt, ne? Durch einen American Truck und durch den Euro Truck. Die ist nicht so gut. Aber ich sag mal, ich gebe dem Spiel auf jeden Fall eine Chance, weil es ist auch sehr lustig, finde ich. Eben durch diese neuen Sachen. Oh, das hat jetzt aber richtig gehakt gerade. Hallo? Hallo? Nein? Nein? Du sollst hier nicht in den Sand reinfahren, beziehungsweise ins Waldgebiet. Nimmt auch nicht so richtig das an, was ich jetzt hier drücke, habe ich das Gefühl. So. Kommt weiter, weiter. Nimmt doch das Gas nicht richtig an. Warum, weiß ich nicht. Ich drücke hier die ganze Zeit nur auf vorwärts. Ob
was jetzt damit zu tun hat, dass es halt eine sehr schwere Maschine ist und unser Truck vielleicht nicht so besonders ist und der das nicht so ziehen kann. Ich weiß es nicht. Meine ich doch, irgendwo hier müssen wir doch rechts rein. Die Steuerung, die müsste mal ein bisschen angepasst werden, weil ich... Oh. Ja, genau das meine ich. Ich habe jetzt nur einmal kurz nach rechts gemacht und schon hänge ich hier drin. Es ist schon heftig. Gewöhnt man sich bestimmt auch mit der Zeit dran, aber das ist schon heftiger. Ich habe das Gefühl, ich sitze in so einem alten, klapprigen Truck irgendwie. Muss ich da drauf parken? Es wird dunkel, macht das Licht an? Habe ich schon gemacht, danke. Die Frage ist jetzt wirklich... Parke in dem hervorgehobenen Bereich. Kupple den Anhänger ab. Hallöchen. Parke ich den jetzt in dem Bereich? Präzision. Okay. Ich sehe zwar nichts, aber schalt mal eben hier durch. Boah. Wir sind halt sehr weit vorne, ne? So, wenn es regnet, können Sie die Scheibenwischer... Gerade haben sie mich noch geduzt, um die Sicht zu verbessern. Das ist schön. Womit denn? Offenbar nicht mit P. Was ist denn das jetzt? Streamen Sie? Bietet Live-Radio? Nein, ich streame nicht, aber ich will jetzt auch kein Radio hören hier. Kupple den Anhänger. Also ich denke mal, ich muss dann die Handbremse wieder abmachen. Abmachen. Also reinmachen quasi und die alles ausmachen. Ich habe wohl das Licht noch an. Ist das schlimm? Senke zuerst die Stützen. Ich habe keine Ahnung, wie. Nur einfach hier? Ja, ne? Und danach kann ich... Ah, danach abkoppeln heißt dann wahrscheinlich wieder hier diese Dinger rausziehen, ne? Trenne die Kabel. Genau. Okay. Zum Kabel verwalten. Zack. Hat der die jetzt automatisch nach links gemacht? Ja, ne? Hallo? Dose? Nee, hat die doch noch nicht automatisch weggemacht. Okay. Dann das rote Kabel. Ich sehe nicht allzu viel, weil es jetzt schon dunkel ist. So, dann einmal raus mit Escape. Und zuerst hängst du den Anhänger vom... Das hier, ne? Hol dir die Bezahlung. Was? Schnapp dir einen Snack aus dem Inventar oder kaufe einen im Laden. Ja, wo ist denn mein Inventar? I. Okay, dann nehmen wir den Schokoladenriegel. Perfekt. Keine Ahnung, wie viel ich damit jetzt gegessen habe, aber egal. Ist das der Typ jetzt hier? Hallöchen, guten Tag. Aufgabe erfüllt. Schwierigkeit, Ankunftszeit 2 Stunden 48 Minuten. Frachthaltbarkeit 100%. Präzision 5. Oh, mein Ruf ist auf 4,5 Sterne hochgegangen. Dankeschön. Ja, und einmal beenden. Und ich habe direkt 3 Errungenschaften bekommen. Wuhu! Das ist ja cool. Du hast den Auftrag abgeschlossen. Du bist bereit, das Abenteuer auf eigene Faust fortzusetzen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das jetzt auf eigene Faust machen sollte. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Wenn du einen anderen Auftrag annehmen willst, öffne die Registrierkarte Aufträge und prüfe in der Gegend verfügbaren Angebote. Du musst den erforderlichen Ruf und die Lizenz haben. Ja gut, das ist klar. Ich vermute mal, dass man dann immer zu den Leuten hinfahren muss und die ansprechen muss. Vor der Reise sollten sie sich mit Lebensmittel und Werkzeug eindecken. Wenn sie müde sind, schlafen sie im LKW oder fahren sie zu einem Motel. Kontrolliere den Treibstoff und achte auf den Zustand des LKWs. Ja, liebe Entwickler, bitte bleibt einfach beim Du. Das ist das Einfachste und das Schönste uns, ja, Gamern, beziehungsweise auch den Kausal-Gamern gegenüber. Und bitte auf gar keinen Fall das Mischmasch von Du und Sie, weil das ist richtig schrecklich. Mit dem verdienten Geld kannst du Lastwagen kaufen und sie individuell gestalten. Du kannst in deine Basis investieren, um Werkstattbesuche zu sparen. Achso, dann kann ich die quasi selber reparieren, nehme ich mal an. Investiere auch in dich selbst, indem du Punkte ausgibst, die du in der Registerkarte Fahrer erhältst. Ah, okay. Ja. E zum Schließen. Ja, mal wieder gedrückt halten, ich weiß. C
Zielort. Glückwunsch, du hast den letzten Auftrag für deinen alten Arbeitgeber abgeschlossen. Jetzt kannst du dein Hauptquartier für dich beanspruchen und deine eigene Spedition in Alaska starten. Route zum Hauptquartier einstellen, ja? Ist aber jetzt schon eingestellt, oder? Ich bin jetzt hier, das dürfte mein Hauptquartier hier sein. Wegpunkt setzen, bewegen. Kann ich eigentlich rausgehen, oder? Ist doch jetzt, ja genau, ist jetzt eingestellt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das auch nochmal eben schnell. Damit wir zumindest unser Hauptquartier schon mal gesehen haben. Moment, Zündung, Handbremse. Handbremse habe ich ja auch schon Probleme mit Scheibenwischer. Sollte man vielleicht vor der Fahrt dann machen, ne? So, jetzt ist die Frage, Moment, ich muss hier wahrscheinlich drehen. Achso, ich bin abgekuppelt, ne? Ja, man merkt es, ich bin abgekuppelt. So, Moment, ich muss mal eben... Das mache ich ja mal gerne, wenn ich drehe. So. Ich muss jetzt erstmal wieder die normale Ansicht hier finden. Okay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also... Von der Bedienung her und gut, grafisch ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, nicht so schlimm. Aber von der Bedienung her, vom Fahren her, bin ich ganz ehrlich, sind American Truck und Euro Truck wesentlich schöner, meiner Meinung nach. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich das Spiel nicht noch verbessern kann. Jetzt hat es wahrscheinlich wieder gedingelt, weil ich ohne Blinker gefahren bin, oder? Bin mir nicht sicher. Aber immerhin habe ich Licht an. Zumindest sehen sie mich, wenn ich ihnen reinfahre. Ja, das ist wirklich... Ich habe da echt Schwierigkeiten mit, das Ganze so zu steuern. Denn ist das mit dem Gas auch wieder so ein bisschen und das Lenken und... Ich meine, es sieht ganz cool aus, so mit den Händen und so. Die hat man zum Beispiel nicht im American Truck. Man hat halt nur dieses, dieses Lenkrad, was sich dann bewegt, wie von Geisterhand. Was, oh, was auch ganz cool ist, weil man immer denkt, dass man so Harry Potter-mäßig dann das Lenkrad abhängen muss. Aber... Ey, es ist unheimlich schwer, damit auf der Straße zu bleiben für mich gerade. Wo ist denn jetzt hier die Straße, wo ich rein muss? Ach, da, beim Schild. Komm, fahr doch einfach. Los, zack, zack. Ich weiß immer noch nicht, was jetzt hier die ganze Zeit am Dingsen ist. Oder ist das, weil ich... Oh, jetzt fahr doch mal nach rechts. Oder ist das, weil ich nicht mehr das Essen voll habe oder so? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mache ich gerade meinen Truck kaputt oder so. Ich meine, so wie ich hier gerade durcheier, das ist schon ein bisschen komisch. Also das habe ich sonst wirklich nicht. Und wenn ich von sonst spreche, meine ich jetzt halt American Truck oder Euro Truck. Die sind ja beide vom gleichen Anbieter und man merkt es wirklich. Aber es ist auch Perfektion, finde ich, irgendwo im Fahren. Andererseits muss man auch dazu sagen, dieses Spiel hier kann sich noch verbessern. Und sie haben einiges hier drin, was ich so nicht kenne. Also wenn man sich wirklich um die Autos kümmern muss, wenn man selber tanken muss, anstatt einfach nur eine Taste zu drücken und so. Das finde ich schon ganz cool. So, offenbar sind wir jetzt gleich am Zielort angekommen. Wir sehen unsere Bruchbude gleich. Da sollte uns doch eigentlich kein Auto entgegenkommen, oder? Das ist immerhin unser Eigentum hier. Mama, ich bin zu Hause. Hallöchen. Yay, jetzt bin ich rausgeschmissen worden. A new home. Willkommen im Hauptquartier. Die Basis ist entscheidend für die Entwicklung Ihres Unternehmens. Mit der Zeit können Sie sie ausbauen. Dein Büro befindet sich im Hauptgebäude. Du kannst deinen Computer benutzen, um neue Einrichtungen zu bauen und zu verbessern. Du kannst ihn auch benutzen, um neue Parkplätze und Fahrzeuge zu kaufen. Investieren Sie in Werkstätten, damit Sie Ihre Lastwagen reparieren und anpassen können. Sie können auch Werkstätten in Städten nutzen, aber sie sind teuer, ja. Ist das Yeti? Also der Yeti, der hinten drauf ist? Das sieht schon ganz cool aus. Wieder gedrückt halten, ja.
So, dann würde ich sagen, dann gehen wir da nochmal kurz rein. Ich habe ja gesagt, es wird eine etwas längere Folge, weil das halt das erste Mal ist, dass wir jetzt dieses Spiel machen. Und es ist, wie gesagt, eigentlich zum Vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich dann ein komplettes Let's Play von machen möchte. Moment. Ich muss jetzt erstmal Scheibenwischer auskriegen. Nee, der geht auch nur an und aus. Ah, okay. So, Moment. Handbremse. Und irgendwie habe ich auch das Licht... Irgendwie habe ich das Licht auch per Knopfdruck an- und ausgemacht, deswegen schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ist schade, dass das jetzt alles so dunkel ist und so verregnet. Ich meine, so grafisch, wenn man sich nicht so sehr bewegt, finde ich, ist es okay. Also, es könnte vielleicht ein bisschen hochleistungsfähiger sein, aber es ist okay. Ich meine, da will ich jetzt auch nicht drüber meckern. Nur die Steuerung vom Fahren, da müsste wirklich mal ein bisschen was dran getan werden. Vielleicht ist es auch eine Einstellungssache. Weiß ich nicht. Office hier rum. Ja, ja, ich will doch einfach mal... Kann man da hochklettern? Nee, ne? Ich will doch nur einfach kurz gucken, was hier alles so ist. So. Ah, da ist mein Büro. Das sollte dann später mal die Werkstatt werden. Und das ist eine... Weltübernahmskarte. Ich wollte gerade sagen, deswegen heißt es auch Chucky Sea. Aber das heißt Chukchi Sea. Das ist jetzt wahrscheinlich der größte Teil von Alaska, nehme ich mal an. Ehrlich gesagt, ich habe absolut keine Ahnung. In Erdkunde bin ich immer gerade so auf eine 4 gekommen, weil ich keinen Bock hatte. Bin ich ganz ehrlich, das war einfach nur langweilig. So, ausruhen kann ich mich. Das wäre ganz gut. Du kannst schlafen, nachdem du das Tutorial beendet hast. Ja, super. Okay. Was haben wir denn hier? Rechnungen, private Briefe... Aha, irgendjemand scheint hier was gesucht zu haben oder so. Oder bin ich hier so schludrig umgegangen? Ich bin mir nicht so sicher. Eine verrottete Heizung soll es wahrscheinlich sein. Okay. Dann benutzen wir mal den PC. Guten Tag und willkommen im Online-Service Ihres Alaskan Truck Spiels. So, wir können... Ah, bauen für 10.000... Ah, da oben sehe ich es. 11.842, okay. Hier kannst du Geld sparen und Ausgaben für Reparaturen senken, indem du sie selbst übernimmst. Ermöglicht den Bau einer LKW-Werkstatt. Ich würde mal sagen, wir sind dann zwar pleite, aber das mache ich mal, oder? Ich guck mal eben hier. Das können wir sowieso nicht machen. Das wäre Anpassungswerkstatt. Ja gut, das ist, um die Optik zu ändern. Parken, Parkplätze, auf denen sich all deine LKWs befinden. Ich nehme mal an, dass das heißt, dass man dann mehr LKWs damit machen kann. Reifenwerkstatt, hier kannst du Felgen und Reifensätze ersetzen. Das brauchen wir noch nicht. Also ich würde mal sagen, wir fangen mal damit an, dass wir Reparaturen senken wollen. Also bauen wir da mal. Ich verfüge nicht über das nötige Talent. Ja, das ist doch wunderbar, wenn einem sowas direkt vor die Nase gesetzt wird und man nicht die nötigen Talente hat. Vielen Dank. Also das heißt dann wohl, ich bin untalentiert. Na gut, dann gehen wir hier halt wieder raus. Bank ist wahrscheinlich für einen Kredit, nehme ich mal an. Genau, Darlehen aufnehmen könnte man jetzt machen bis 20.000. Ist natürlich nicht so viel. 1.000 bis 20.000. Okay, möchte ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt erstmal hier raus. LKW-Händler, wie teuer werden denn die LKWs? Mehr Details anzeigen. Ah, jetzt. Hat ein bisschen gehakt, okay. Kaufen für 30.000. Das wäre dann so ein... Obwohl ein kleinerer eigentlich nicht, nur 416. Das ist schon ordentliche Leistung eigentlich, oder? Dann kann man verschiedene aussuchen. 420p. Nehmen sich aber alle jetzt nicht so viel, außer ein bisschen im Verbrauch. Ja, und in der Größe vom Tank, da sind die so ein bisschen unterschiedlich. Ich denke mal, die anderen, die besseren, ja, können wir uns aber nicht angucken. Ich dachte, zumindest mal angucken kann man es sich, aber offenbar nicht. So, dann haben wir noch Aufträge. Wir hätten zum Beispiel hier einen Auftrag, erforderlicher Ruf. Aber wollen wir ja eigentlich noch nicht machen. Wir wollen uns ja eigentlich hier erstmal... ein bisschen umsehen. Können wir uns hier einen Kaffee eigentlich nehmen oder so? Kann man nur einen PC anschalten. Ich kann auch nicht mal lesen, was da jetzt schon wieder für Briefe hinterlegt worden sind bei mir. Ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob
und wie ich mein Tutorial jetzt hier abschließen kann. Weil vorhin stand ja noch der Hinweis. Container. Taschenlampe haben wir. Kratzer, Reifenketten, Daunenjacke, nicht ausgerüstet. An kälteren Tagen Wärme und Isolation. Schmerzmittel. Wofür? Wenn ich Kopfschmerzen habe oder was? Okay. Die haben wir auf jeden Fall hier. Dann haben wir hier ein übermäßig großes Skalpell liegen. Und ein Mörderwerkzeug. Nein. Oh, wir haben aber grundsätzlich schon Werkzeuge hier. Das ist schon mal gut. Ich dachte, wir müssten die jetzt alle kaufen. Das ist dann wahrscheinlich später fürs Umlackieren. Und das ist dann für den unerwünschten Besuch, der eventuell vorbeikommen könnte. Und irgendeiner hat sein Mittagessen nicht weggeräumt. Vielleicht ist da noch was drin, was ich essen kann. Aber ich konnte es nicht anklicken. Schade. So. Okay. Einen Helm haben wir auch noch hier. Aber Sicherheitsschuhe habe ich noch nirgendwo gesehen. Ein Helm ist drin. Aber keine Sicherheitsschuhe. Oh, Hallöchen. Ich habe vergessen, mein Essen runterzustellen. Scheiße. Moment. Ofen. Drücke zum Interagieren. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Jetzt habe ich das ganze Zeug im Gesicht. Aber ich kann ja nichts reintun oder so. Warum ist der jetzt hier am Kochen und ich kann ihn nicht abschalten? Das finde ich aber nicht gut. Nachher brennt mir hier die ganze Hütte ab. Kühlschrank? Nichts drin. Aber ich könnte meinen Schokoladenriegel immerhin da reintun. Gut. Ich würde aber gerne ein Süppchen kochen, aber ich glaube, das kocht schon erstens. Und zweitens weiß ich nicht, was ich damit machen kann. Ob ich was damit machen kann. Moment, Leitfaden. Sagt der uns jetzt was Neues? Überprüfe das Einstellungsmenü, Peripherie, bla bla bla, Lager. Nö. Ich hätte jetzt eigentlich gewünscht, dass man hier irgendwas machen könnte. Moment, LKW-Fahrer, da haben wir aber auch keinen Punkt bekommen, oder? Woran sehe ich denn, ob ich einen Punkt bekommen habe? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich nur diese 100 Erfahrung bekommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Und wieso ist mein Ruf jetzt gar nicht so groß, wie der mir angezeigt hatte? Bereits erstanden, gewährt Zugang zu deinem Hauptquartier. Ach so, das wird dann automatisch freigeschaltet? Nee, kosten einen Punkt. Die Beseitigung umgestürzter Bäume, oh je. Ermöglicht die Annahme von Standardaufträgen, habe ich auch. Ermöglicht es dir, grundlegende Reparatur durchzuführen, habe ich auch. Ja, ich finde es nur ein bisschen blöd, dass jetzt nichts mehr kommt, was ich machen soll. Ich kann zwar mit dem Ofen interagieren, ich kann aber nicht hier unser Haus davor retten, abzufackeln, weil die Suppe hier irgendwann überkocht oder so. Einen Auftrag wollte ich ja eigentlich auch jetzt nicht holen. Ja. Wenn ich jetzt hier schlafen will, sagt er mir... Ah nee, jetzt kann ich schlafen gehen. Entscheide, wie lange du schlafen willst. Das beeinflusst deine Energie und deinen Hunger. Weiß ich gar nicht. Wie spät haben wir denn überhaupt? Moment. 21 Uhr. Ja, dann sagen wir doch mal 8 Stunden, ne? Gute Nacht. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.